Gucken wir noch kurz auf den NATO-Gipfel weiter. Da geht es auch zum Beispiel um den Beitritt Schwedens. Da sagt die Türkei, da verhandeln wir drüber. Wo gibt es da möglicherweise noch Streitpunkte? Und was sollte dieser Gipfel außer der Diskussion um den Ukraine-Beitritt, die ja dann keine ist, noch bringen, auch aus deutscher Sicht? Also zunächst mal, was Schweden anbelangt. Ich glaube, wer auch immer hat einen Fehler gemacht, nun gerade in der letzten Woche öffentlich da diesen Koran zu verbrennen oder es zuzulassen, dass mit einer großen, breiten Öffentlichkeitswirksam dieser Koran verbrannt wurde. Und ich habe mich sofort gefragt, wer steckt oder was steckt dahinter. Das ist keine Einzelperson. Das ist gesteuert, um genau dieses Ziel zu verhindern. Denn wir brauchen die Schweden dringend jetzt in der NATO, weil dann schließt sich der Kreis. Dann ist die Ostsee ein Binnenmeer, dann haben wir weitere Kilometer Grenze. Dann kann man sagen, das ist ein geschlossenes System, also es ist jeder Tag schade, den die Schweden nicht der NATO beitreten. Aber ich denke mal, Erdogan wird sich das sehr genau überlegen und er wird es sich noch mehr kosten lassen. Er wird den Preis noch weiter in die Höhe treiben. Am Ende des Tages werden die Schweden Mitglied der NATO sein. Davon bin ich überzeugt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.